Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute möchte ich euch präsentieren diese leckere Milchkuchen. Es wird wirklich in 10 Minuten zubereitet und dann im Backofen noch 35 Minuten gebacken und dann habt ihr so einen leckeren Kuchen auf den Tisch. Und außerdem mit diesem Teig kann man nicht nur als Kuchen ersetzen machen, sondern auch ihn durchschneiden und Creme in die Mitte reinmachen. Und dann habt ihr auch eine Torte. Und so sieht er aus. Schaut ihr. Richtig schön. Locker. Es ist noch heiß. Es duftet wirklich sehr, sehr lecker. Und im Geschmack, er hat wirklich etwas so diesen Milchgeschmack, weil wir den heißen Milch in den Teig gegeben haben. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich diese Kuchen gebacken, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Bevor wir unseren Teig anfangen zu machen, erstmal bereiten wir mal ein paar Sachen vor. Ich habe jetzt hier Mehl abgewogen und gebe dazu noch Backpulver und so eine Prise Salz und durchsiebe, dass unsere sozusagen Mehl mit Backpulvermischung fertig ist. Auch miteinander verrühren und stellen wir an die Seite. Und dann brauchen wir auch noch ein heißes Milch mit Butter und kann man dazu auch geben Vanillinzucker. Oder ihr nehmt ja ein Päckchen Vanillinzucker oder wenn ihr selber das macht, ein Teelöffel. Gebe ich schon ins Töpfchen, gebe Milch und stelle auf den Herd zum Erhitzen. Milch soll richtig so wie vor dem Kochen sein, aber nicht kochen, nur richtig erhitzen. In dieser Zeit werden wir jetzt Eier und Zucker richtig gut aufschlagen, dass die Masse wird sie sich verdoppelt und wird richtig hell sein. Dafür nehme ich 4 Eier und 200 Gramm Zucker. Wenn ihr möchtet, dass euer Kuchen etwas süßer wird, dann müsst ihr ein bisschen mehr nehmen als 200 Gramm. Und lassen wir es richtig aufschlagen. So, wir schauen erstmal. Es sind schon 7 Minuten, wie ich schlage, auf und es sieht schon gut aus. Wenn ich so sehe, dass nicht fließt, sondern so wie zieht. Eigentlich ist es perfekt. Unser Milch mit Butter ist auch schon richtig heiß geworden und Milch hat angefangen, schon kleine Bläschen nach oben so lassen. Das heißt, dass es fast beim schon Kochen ist. So, nehmen wir jetzt vom Herd runter und werden wir jetzt erstmal die Hälfte von unserem Mehl dazugeben und jetzt nur auf ganz langsame Stufe, nur auf diese halbe oder erste Stufe, wie es das bei euch ist, oder kann man auch mit dem Löffel unterrühren. Nicht mehr schnell aufschlagen. Erstmal wird Mehl untergerührt und wenn wir sehen schon, dass die Mehl ist komplett untergerührt, dann geben wir die Hälfte von dem Milch rein. Und genau so wie heiß es ist, geben wir rein. Den Backofen habe ich schon auch angemacht auf 170 Grad Ober-Unterhitze zum Vorheizen. Und jetzt geben wir restliche Mehl. So, komplett. Alle Zutaten, liebe Freunde, sind unten in der Beschreibung, wie immer. Jetzt warten wir, bis das Mehl wird richtig untergerührt. Ein bisschen auch runter machen. Das Mehl, was hier gestaubt, und auf ganz langsame Stufe. Und dann können wir schon die restliche Milch auch reingeben. Das reicht da schon. Es sieht schon gut alles aus. Und wir haben ungefähr so 10 Minuten gebraucht, unseren Teig
zu machen. So sieht unser Teig aus. Jetzt nehmen wir eine Form und als kleinere Form nehmt, als höher wird natürlich euer Kuchen, als größere Form nimmt, als wird dann natürlich dünnerer euer Kuchen. Und natürlich dadurch wird auch Zeiten von dem Backen auch abhängen. Auf jeden Fall hier unbedingt den Stäbchentest erforderlich. So, die Form bei mir ist 23 x 23 und ich habe die auch eingefettet. Und jetzt geben wir unseren Teig hier rein. In meinem Fall wird das ein schöner, dicker Kuchen. So einen Kuchen kann man auch nehmen für den Tortenbacken, weil danach kann man ihn aufschneiden und dazwischen auch Creme dazwischen machen. Ist auch möglich. Aber einfach so als Milchkuchen, nur mit dem Puderzucker bestreut, schmeckt er auch sehr, sehr lecker. Jetzt geht unser Teig in den Backofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze ungefähr zwischen 35 und 40 Minuten backen. Schaut aber, liebe Freunde, nach Art Ihres Ofens. Wenn ihr seht, dass den Kuchen oben wird etwas dunkel, dann lieber ihn zudecken, dass er nicht zu braun wird. So, unser Kuchen ist fertig. Habe ich in 35 Minuten im Backofen gehabt. Dann habe ich Backofen ausgemacht, die Tür etwas um die Hälfte offen gelassen und noch 5 Minuten im Backofen stehen gelassen. Es sieht gut aus, nicht dunkel und nicht zu hell. Und dann können wir mal schauen. Mit den Stäbchen habe ich auch schon geguckt. Alles trocken, perfekt. Können wir ihn auf dem Gitter einfach abkühlen lassen. Ein bisschen nachschauen, dass wir ihn nicht kaputt machen. Perfekt. So ziehen wir ihn auf den Gitter. Und lassen wir ihn abkühlen. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, aus diesem Teig einen Kuchen backen, es könnte man ihn nochmal durchschneiden und dann auch Füllung machen. So, unser Kuchen etwas abgekühlt. Es ist noch heiß, aber wir können schon probieren. Erstmal geben wir ein bisschen Puderzucker drauf. Das könnt ihr gleich auf den heißen Kuchen geben. Und dann schneiden wir ihn in die Stücke. So, jetzt nehmen wir mal eins. Nämlich möchte ich gerne euch aus dem Mittag zeigen, wie schön er aussieht. Schaut. Schöne, lockere Kuchen. Schaut. Ist richtig schön, weil es ist noch sehr heiß. Muss wirklich erstmal abkühlen lassen. Und wenn er auseinanderbricht, er richtig knistert, weil er so richtig so feucht innen drin. Schaut, liebe Freunde. Richtig lecker und fluffig. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach, eine schöne Kaffeezeit mit eurer Familie oder Freunden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Ich würde mich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!